Servus David, Jerry, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind gerade irgendwie in einem verdorbenen Gebiet und müssen wir nur ein paar von diesen Maschinen ausschalten. Aber die kriegen wir sowieso nicht platt. Autsch! Aua! So, jetzt pass auf, jetzt gibt's Brothändel. Jetzt gibt's ein Brothändel, das soll ich da. Naja. Ah, okay, das war's schon. Aber gesagt, es gibt Brothändel. Also, ich schätze mal, dass ich jetzt da rüber muss. Okay, da komme ich nicht drauf. So. Mal, muss ich mal schnell schauen, wie man da hinkommt. Da schaut so aus, als ob man klettern könnte, ne? Diesen Baum, ja genau. Okay. Hin und wieder muss man mal ein bisschen einfach einen Weg zurückverfolgen. So. Hopp. Aber wie gesagt, wir sind vom Level heute echt schon so weit, dass wir uns eigentlich keine Gedanken mehr machen müssen. Ah. Schätzen wir, da hätten wir vielleicht noch was. Ah ja. Nehmen wir natürlich mit, ne? Die Vorratskisten. Was wir haben, haben wir. Boah, puh, Glück gehabt. Vielleicht sollte ich einmal schnell nochmal alles ein bisschen nachbauen. Nein! Ups. Pass auf, da haben wir doch bestimmt ein bisschen Heilung, oder? Oh, Heilungsstrauch mehr. Naja, Gott. Egal. So dramatisch ist das jetzt auch nicht. So. Also, dann müssen wir da rüber. Da ist dann auch dieses Lager. Oder die. Ja, schon die Basis von der Eclipse. Da wird es natürlich jetzt vor einer wimmeln, denke ich mal. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Wo komme ich da hin? Ach, da war ja auch nochmal ein Aufkommen. Oh, wow. Das muss man doch wieder sagen. So. Na gut. Oh je. Okay, der kommt direkt zu mir. Glaub, die können wir platt machen. Da kann man aber sogar überbrücken. Das war gar nicht mal so verkehrt. Obwohl, ich glaube, verdorbene Maschinen, na, die kann man nicht überbrücken. Aber die kriegen wir so platt. Das ist vollkommen okay. Sehr schön. Du bist nah dran. Du musst nach oben. Ja, der geht nur dahinter, das ist gut. So, warten, wir brauchen nur mal schnell ein anderes Outfit. Weil Verderbnis, ne, ist nicht so geil. Es bleibt doch ein bisschen kleben. Und zack. Sehr schön.
da haben wir noch einen. So, der kehrt jetzt aber an hier. Bam! Der Langhals ist hinter der Kasse. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Okay. Bevor sie Alarm auslösen. Sollten wir schaffen. Dann mal los. Profi. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Okay. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Okay, also. Das heißt, wir haben gleich wieder ein anderes Outfit. Wir brauchen eins, das wo am besten Pfeile abwehrt. Falls wir doch entdeckt werden. Oder wir schauen wirklich, dass wir erst einmal das anziehen, da wo wir ziemlich leise unterwegs sind. Mal schnell schauen, wo das ist. Hier. Zu überwachen, was uns das Verborgene sehen lässt. Wer ist da? Hä? Okay. So viel zu dem Thema, ne? Sehr richtig. Niemand hier. Hier ist nichts. Okay. Endloses Gras, endlose Gefechte, endlose Wandelei. Ich habe diesen Ort so satt. Schau. Na dann, erlöse die mal von dem Ort, ne? Größer als die anderen. Okay, pass auf. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Eine Leiche. Aber ich kann sie mir nehmen. Ich muss jetzt so nein, das hilft nichts. Der Boden sieht zerwühlt aus. Ziehspuren. Zu dem Tor. Das Tor ist verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? Schweinchen schlau. Muss jetzt mal Ruhe geben. Sehr gut. Ja, da haben wir einen anderen Gegner, der ist ein bisschen krasser unterwegs. Okay, alles wieder im Okay-Bereich. Soweit gut unterwegs. Das
Problem ist bloß, dass es da halt echt nicht viele Stellen gibt, wo ich mich verstecken kann, ne? Okay. Und Ridium. Ich verstehe nicht, was der Schatten mit dem Langhals vorhat. Ridium. Die Priester durch ihn das Verborgene sehen. Komm. Umdrehen. 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 Das sind wir für ein Stein. Sehr schön. Sehr schön. Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Ist da vorne ein Kampf? Wenn der Schlaf nicht kommen will, eine Ausgrat. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete, trotz seiner Schönheit, hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs sein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen, all dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir. Wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest. Sofort wachsam wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Wow. Das war alles. Na dann. Kein Erbarmen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Ein Bild von Meridian und dem Turm. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden. Alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten will, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. So, ist es langsam mit seinem Monolog fertig, der Kerli. Mein Gebieter, der 13. König des Kaja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft, aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte, in Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht.
Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte, und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Alles klar. So, ein letztes. Solange König Itamen in Sonnenfall dahinzieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen. Doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Oh Gott, du kriegst einen epileptischen Anfall, wenn du so weiter willst. Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben. Sie nährt das Leben und sie brennt es sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto mehr Sonnenkönig folgen muss. Das nicht. Das Beispiel eures Vaters. Falsch an. Doch bevor alles hier ist falsch. Das ist einmal heute. Komm ihn nicht mehr hören. Das komme ich nicht mehr hören. Das war einfach too much. Sorry, aber das haben sie schlecht gemacht im Game. Das ist aber auch zu lang, irgendwie 15 in die Protokolle. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Wow. Oh. Ganz schräg verdorbener Läufer. Jetzt hier. Oh. Boah, die hätte sich echt eklig. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht. Aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! Alter! Okay, let's go, let's go, let's go. Wir müssen zur Brücke. Wow. Komm, 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 komm. Beeilung. Oh, ja, guter Witz. Oh, die Heilung sagt er. Kein Problem. Alter! Ich hab's fast geschafft! Oh Mann! Laufen, nicht kämpfen! Nicht kämpfen, lauf weiter! Okay, ich lauf, 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 lauf! Soll das ein Witz sein? Nach links, Alter. Zum Lager! Wow! Verstanden! Okay. Fast geschafft! Laufen! Die ganze Basis ist alarmiert! Vor der Macht ja, des Schattens. Ich hab's bemerkt! Lauf oder du stirbst! Vorsicht, mehr Eklipse! Brücke in Sicht! Das ist der Ausgang! Ich weiß! Verzeihen! Okay, ich glaube, wir haben sie überlebt. Aber ein bisschen verletzt, hä?
Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Tja, Hauptquest abgeschlossen. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. 10.000. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was ist das? Achso, das sind die. Das sind nur mal diese Protokolle, ne? Witzig. Das sind die ganzen Protokolle nur mal, ne? Jeden Morgen erwache ich aus dem Sand. Das sind wieder so. Die Viecher, die wo sie unsichtbar machen, ne? Okay. Dunkle Geheimnisse der Erde. Begib dich nach Sonnenfall. Sonnenfall. Ah, da ist ja eigentlich direkt drunter, ne? Ah, auf jeden Fall mal heilen. Ah. Ist bestimmt nur irgendwo Heilung. Okay, das war Stein. Aber der Stein hat mir vorher was gebracht. Okay. So. Ja, ich muss natürlich wieder bis dahinter, hey. Eieiei. Das ist noch so ein Fall. Okay. Also dahin. Genau, mehrere Quests haben wir gerade auch nicht. Das ist aber okay. Also. Macht man sozusagen da weiter. Aber da macht man schon eine schnelle Reise, Leute. Das führt sonst. Der Weg ist sonst zu lang. Vor allem, da waren wir auch schon mal. Gut. Schauen wir mal, was uns jetzt da erwartet. Also, ich weiß, glaube ich, nur eins von den finalen Missionen von ihm. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Sonnenfall. Aber es dauert schon noch. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Brauchen wir wirklich eine Atempause. Genau, also ich war schon eine so der letzten Missionen. Das dauert schon noch ein bisschen. Aber wir nähern uns schon mit größeren Schritten langsam. Ne? Sehr großen Schritten. Vielleicht. Der Sonnenring. Eine stolze Tradition der Kaja. In Meridian ist es nicht so. Zumindest nicht mehr. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Oh, was? Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Fremde, und einstweilen. Wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Okay, Zitadelle betreten. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumgeht. Tja, was? Auch wenn ich dafür Bahavas zuhören muss. Die Schattenkaja sollen einen der ihren suchen. Könnte sich auszahlen. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her! Seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Also voll klar. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen.
Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Danke. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken... Quests, wir haben da eine Nebenquest. Die macht mir jetzt. Sie wollen, dass wir ihn sehen. Unten. Er ist ziemlich beeindruckt. Das ist doch verrückt. Wohl kaum. Sie werden mich sehen. Du unterschätzt, wie leicht die Leute das Offensichtliche übersehen. Ja, das hilft jetzt nicht. Wir müssen leider die Nebenmission machen. Mein innerer Monk verlangt danach. Der innere Monk möchte befriedigt werden. Was diese Waffenruhe angeht, brauchen wir wirklich eine Atempause. Was? Hoi! Hol die Krieger, ey. Also, dieser Uthid ist anscheinend irgendwie unschuldig. Ich kenne ihn aber nicht einmal. Warum sollte er all sein Werkzeug? Ja, aber so, das weiß ich noch. Mit dieser Arena, irgendwie so, das war so ein bisschen so Richtung Ende. Ja, doch, das war irgendwie so ein bisschen so Richtung Ende. Das heißt, jetzt sollte ich mich dann langsam einmal dem DLC widmen. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Esst, aber bringt auch eurer Familie was, falls ihr eine habt. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Nora, sondern du bist anders. Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schatten, Kaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Vanasha. Der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Vanasha, die gern vernaschen hat. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Sein müssen. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schatten-Kaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Schauen wir erst mal. Wir müssen mal befragen hier. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Nettsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu machen. Bahavas wieder. Ach Gott, das Spiel macht's ihm aber einfach. Warum sollte er im Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Alles klar. Das 3 tote Bäume muss ich finden. Die sind hier hinten. Ja, das werden wir natürlich dann in der nächsten Folge machen. Na? Und glaubt, dann werden wir uns aber auch dann schön langsam
mit zum DLC nähern. Sprich dann da hinten, da haben wir ja noch einen Bereich, ja, den wo wir mal, ob wir da nicht jede Nebenquest machen und weiß nicht, ob es das Hammelgegenstände gibt, keine Ahnung. Müsst mal schauen. Ja, das sehen wir ja dann, wenn wir das aufdecken. Vielleicht macht man einfach wirklich nur die DLC-Quest, werden wir sehen. Aber da schauen wir einfach mal, wenn es soweit ist. Ne? Von dem her sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Ne? Macht's gut. Habi, die.